Es war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Aber wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden. Wir töten keine Zivilisten. Wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1.41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Soap und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Scharfschützen in Position. Und damit willkommen zurück, Tag 6. Lose enden. Verstanden. Los geht's, los geht's! Die Mission gibt es, glaube ich, auch als Koop-Mission. Holy shit! Okay. Gott, Wunder! Übrigens, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ne? Umgebungsverdeckung. Wenn ihr das natürlich anmacht, könnt ihr durch den Rauch so gucken, so wie hier, so Silhouette-mäßig, ne? Okay? Umgebungsverdeckung. Kann aber nur Nvidia, Alter, gucken. Also durchgucken. So, zwei Trucks verlassen das Zielgebäude. Was ist Grenadier? 4? Ne, 3? Verstanden. Vorsicht, feuere Javelin ab. Unterwegs. Fahrzeuge wurden neutralisiert. Wir haben Makarov nicht gefunden. Niemand sonst hat das Haus verlassen. Die Trucks könnten ein Ablenkungsmanöver sein. Ich muss dazu sagen, ich habe die alles schon mal aufgenommen. Ich muss jetzt nochmal aufnehmen, weil ich kann das euch nicht antun. Ist schon wieder so ein halbes Bild. Ich weiß nicht, warum der das anders gemacht. Das ist komisch. Wahrscheinlich mit dem neuen OBS-Update. Haut irgendwas nicht hin. Ihr habt es auch schon gemeldet, dass man raustappen muss, wieder reintappen ins Spiel und dann ist es wieder Vollbild. Ich habe keine Ahnung, wo man den Rand quasi schneidet. So, jetzt gehen wir hier rein.
Holy shit. Kontakt bei dir auf 12 Uhr. Roger, Fehlerwartung. Ziel neutralisiert. Alles klar. Rein in die gute Stube. Schöne Waffen. Ja, das ganze Gequatsche lasse ich jetzt einfach mal weg. Das ist ein bisschen schneller. Hier habe ich jedenfalls mal gesagt gehabt. Schöne, schöne Waffen. Oben haben wir, glaube ich, auch noch welche. Jetzt gehen wir hier rein. Reloading. So, hier haben wir auch noch mal schöne Kräfte. Kontakt im Westen. Keller gesichert. Verstanden. Keller sicher. So, jetzt ging es hier irgendwo hoch. Roach, Sie gehen rauf und überprüfen verschlossene Räume. Einbrechen und sichern. Okay, hier ist keiner. Dann mal rein. Oberes Stockwerk gesichert! Verstanden! Oberstes Stockwerk sicher! Alles gesichert! Trupp bei mir sammeln! Was ist das eigentlich für eine kleine Auto? Fotos, Scarecrow! Roger! Shepard, hier Ghost! TMP. Kein Zeichen von Makarov! Wiederhole! Kein Zeichen von Makarov! Captain Price! Irgendwas in Afghanistan? Vieles! Mindestens 50 Typen, aber kein Zeichen von Makarov! Vielleicht hatten wir falsche Informationen! Die Qualität der Informationen wird sich ändern! Dieses Versteck ist eine verdammte Goldmine. Verstanden. Ghost, okay, jetzt holen wir uns alles für einen Einsatzbericht einsammeln. Namen, Kontakte, Orte, alles. Sind schon dabei, Sir. Makarov kann nirgendwo hin. So soll es sein. Das Evakuierungsteam kommt in circa 5 Minuten. Holen Sie die Informationen. Shepard, Ende. Ghost, starten Sie den Transfer an Makarovs Computer. Ja. Ozone, Sie sich schon hinten, ich vorne. Ozone. Bin unterwegs. Sonderkommando, Price hier. Wir sind hier drauf. Weitere von Makarovs Männern eingetroffen. Soap, ich brauche Deckung. Ich schalte den Typen da drüben aus und höre sie mit seinem Funkgerät ab. Ghost, Funkstille für ein paar Minuten. Viel Glück da oben in Russland. Price, Ende. Roach, im Keller ist ein Waffenlager. Bedienen Sie sich, solange es noch geht. Makarovs Leute werden alles versuchen, damit wir die Informationen Türen, nicht bekommen. Wir müssen die DSM schützen, solange der Transfer läuft. Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden Claymores platzieren. Defensivpositionen, los! Bereit zum Angriff. Alles klar. Sie setzen westlich vom Haus weitere Truppen ab. Sie müssen beim Bootshaus sein! Westflanke sichern! Am Esszimmerfenster sind 240er Raketenwerfer und L-86 MGs. Bin in Position! Verstanden. Wir müssen sie damit erledigen, wenn sie aus den Bäumen kommen. Raketenwerfer nähert sich von Osten. Verstanden. Raketenwerfertrupp nähert sich von Osten. Was zur Hölle war das? Große Feindkonzentration nähert sich von Südosten. Sie haben gerade den Randbereich durchbrochen. Ich versuche, sie zu dezimieren, bevor sie zu nahe kommen. Empfehle den Einsatz von Visierwaffen. Over. Verstanden. Alle das Feld im Südwesten sichern. Bewegung! Feind gesichtet. Sie kommen. Im Feld im Südosten. Abschluss bestätigt. What? Ah, bin getroffen, brauche Hilfe! Man nähert sich von Osten. Okay, die stehen noch. Raketenwerfertrupp nähert sich von Osten. Scharfschützen-Team 1 an Angriffsteam. Feindliche Helikopter nähern sich aus Nordwesten und Südosten. Feindliche Helikopter in 15 Sekunden. Verstanden! 15 Sekunden!
einer weniger. Abschuss bestätigt. Ah, bin getroffen, brauche Hilfe! Ozone hat's erwischt. Hier oben könnt ihr ja eigentlich nicht rein, oder? Ziel auf 10 Uhr! Ja, ich seh ihn! Raketenwerfer nähert sich von Südwesten! Feindliche Truppen gesichtet, die sich ihrer Position nähern. Sie kommen durch die Sonnenkollektoren im Osten des Hauses. Sie kommen durch die Sonnenkollektoren östlich vom Haus! Verstanden! Ich versuche sie zwischen den Bäumen auszuschalten! Wenn möglich, Claymores auf dem Pfad östlich vom Haus platzieren! Sehr aber nix. Okay. Ziel erledigt. Raketenwerfer nähert sich von Westen. Alles klar. Raketenwerfer-Group nähert sich von Westen. Feindliche Helikopter nähern sich von Nordwesten. Verstanden! Feindliche Helikopter nähern sich von Nordwesten! Wir müssen den Vorgarten sichern! Roach, platzieren Sie Ihre Claymores auf der Zufahrt und kommen Sie zurück zum Haus! Nähert sich von Südosten. Sie haben gerade den Randbereich durchbrochen. Ich versuche, sie zu dezimieren, bevor sie zu nahe kommen. Empfehle den Einsatz von Visierwaffen. Over. Verstanden. Alle das Feld im Südwesten sichern. Bewegung! Der Transfer ist abgeschlossen, Roach! Ich schütze den Hauptzugang! Holen Sie die DSM! Bewegung! Haben. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind auf dem Weg zur Landezone. Gehen wir, Roach! Klar. Wir haben einen Monster-Position mit Mörserfeuer! Weiter!
Ja, Räuber. Oh shit. Oh Mann. Ich schieße ja schon die Blöde. Weiß bloß nicht, ob ich was traf. Wir sind zwar angeschossen, aber wir werden es überleben. Die DSM. Wir haben sie, Sir. Gut. Ein Problem weniger. Nein! Bestimmt noch mal den Arsch. Roach? Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand? Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position? Positiv, Price. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. So, Shepard will uns und Makarov gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen. Vertrauen Sie niemandem. Niemandem vertrauen, alles klar. Wow. Wow. Zum Sammelpunkt begeben! Los, los, los! Die Mission gibt's übrigens auch als Crew. Nikolai, hier ist Prime! Die Landezone ist heiß! Wiederhole! Die Landezone ist heiß! Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich dort bin, okay? Wie Sie meinen, Nikolai. Aber beeilen Sie sich! So, Makarovs und Shepards Männer sollen sich möglichst gegenseitig ausschalten. Wir können mit Ihren Funkgeräten Ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Willst du mich verarschen? Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsheld. Er hat ihren Einsatz umdreht und mich einen Blanko schenkt. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen, und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Genauso wenig wie Sie. Makarov,
Kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Reicht! Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. So, lassen Sie sich nicht festnageln! Sie müssen weiter nach Westen zur Strafbahn! Nikolai, wo zum Teufel sind Sie? Sandstürme rund um Kandahar, Captain Price. Ich muss Sie umfliegen. Für einen Crash kriege ich nicht genug bezahlt. Price, offensichtlich haben Sie die Situation nicht unter Kontrolle. Sie zwingen sich ja zum Landen aus. Fast wie damals mit den Russen. Nikolai, hören Sie auf damit und landen Sie das verdammte Flugzeug. Wir sind unterwegs. Wo ist Ihr Rat? Im Niriamund, der Dauerdreie, der Darumbuch. An die Racket gibt es Kokosdeier. Feuerwehr, Fischer. Okay. Beeilung! Wir müssen Nikolais Flugzeug erreichen! Weiter Richtung Westen! Was ist hier? So! Ich kriege einen Transport! Bewegen Sie sich nach Westen zur Startbahn! Okay, zur Startbahn, alles klar. Wir sind auf dem Weg. Schnell wie es halt geht. So, ich habe einen Transport gefunden. Auf nach Westen. Wir treffen uns auf dem Weg. Oh fuck.